Hallo und herzlich willkommen. Ich bin PayToLoos und begrüße euch zu meinem Video. Ich hoffe, dieses Intro hat bei euch Kindheitserinnerungen geweckt oder auch einfach nur Nostalgie. Denn ich habe mir überlegt, als Special über die Feiertage werden wir das Spiel Digimon World 1 für die PlayStation 1 spielen. Was Dragon Ball Z legendäre Superkämpfer für den Game Boy Color ist, ist dieses Spiel für mich auf der PlayStation 1. Eins meiner absoluten Lieblingsspiele und wir werden hier allerdings nicht die PAL-Version oder PAL-Version spielen, sondern die englische, die NTSC, da man diese als einzige zu 100% durchspielen kann. Dazu kommen wir aber später noch, wenn es soweit ist. Dazu erzähle ich euch dann was. Und ich würde sagen, wir tauchen einfach mal ein in die Welt von Digimon. So, wir machen einfach mal New Game, Memory Card Slot 1. Genau, machen wir mal. Ich erzähle euch gleich noch ein bisschen was dazu, worauf das Spiel basiert, woher das kommt. Ist auf jeden Fall eins meiner Lieblingsspiele. Digimon, I'm Digimon. Tell me about yourself. Wir sollen eben was über uns erzählen. Do you have a Digivice? Ich bin ganz ehrlich, wir werden diese Fragen einfach mal so ehrlich wie möglich beantworten. Nein, wir haben kein Digivice. Ich verstehe. Hast du Freunde? Tja, wie schon gesagt, wir werden das Ganze natürlich ehrlich beantworten. Ja, wir haben Freunde. Alles klar. Wie heißt du? So, hier werden wir das Ganze ein bisschen sneaky machen. Wir werden uns einfach PayToLoos nennen. PayToLoos, richtig? Richtig. Denn jetzt, wir müssen unserem Digimon nämlich auch einen Namen geben. Und das nennen wir einfach Loos. Das ist definitiv Big Brain Time. Genau, so heißt das. Guter Name. Das sind alle Fragen, die ich bis jetzt habe. Wir sehen uns später, oder wir sehen dich später. Dieses Spiel basiert, oder ist eigentlich das, was Digimon im eigentlichen Sinne ist, nicht so, wie wir das aus der Serie kennen. Digimon sind halt so eine Art Tamagotchi, die wir auch in dem Video vorher gesehen haben. Diese gab es natürlich nur in Japan, nicht hier. Ich hätte früher auch gerne einen gehabt. Man zieht das Digimon auf und muss bestimmte Bedingungen erfüllen, damit es sich digitiert. Also ein Digimon, zum Beispiel Agumon, digitiert sich nicht einfach nur ein Greymon, sondern wenn die bestimmten oder richtigen Sachen erfüllt sind, kann es halt zu Tyrannomon werden, Monochomon, Meramon, Greymon und so weiter und so fort. Und ja, darauf basiert das ganze Spiel halt. Ist wichtig zu wissen, damit man weiß, worauf wir uns jetzt einlassen. Das Spiel ist aus dem Jahr 2000, also leider auch schon ein bisschen älter. 20 Jahre, mein Gott, ich werd alt. Und für damals war das einfach schon ziemlich gute Grafik. Ja, genau, unsere Mutter, also ich gehe davon aus, unsere Mutter ist noch arbeiten. Essen ist im Kühlschrank, wir sollen uns die Hände vorher waschen. Und ich merke gerade, das Intro ist eigentlich doch verhältnismäßig gruselig für damals. So, das ist so ein kleines Ding, was wir halt hatten. Wir hatten nur Tamagotchis, die hatten diese Digimon-Schlüsselanhänger. Das war übrigens nicht die Grafik, die war eher so pixelig, wie wir sie am Anfang gesehen haben. Und so betreten wir jetzt einfach mal die digitale Welt. So, wäre schön, wenn das auch nicht so gehen würde. Die Ladezeiten sind zwar ein bisschen schwierig oder ein bisschen lang. Fall City. Also früher, meine Freundin und ich, wir waren nicht jung, kannten kein Englisch, hatten sondern Computer. Wir haben es immer viele City genannt. Und da liegen wir. Ich finde schön, wie man halt sieht, dass die Digimon, die wirklich was machen sollen, oder die Figuren, die wirklich was machen sollen, dass die halt die richtigen Modelle haben. Die anderen sind quasi nur so, ich würde sagen, aufgedruckt. So wie der Unterschied sieht man gut hier zwischen Tokomon und Koromon. Also ich meine, es hat funktioniert. Er ist angekommen. Ein Mensch, wie du gesagt hast, Gigi. Gigi kam, glaube ich, später sogar wirklich irgendwann ins Digimon raus. Müsste auf dem Mega-Level sein. Mhm. Ruhe, er steht auf oder er wird wach. Where am I? Wo bin ich? Willkommen in der Digimon-Welt. Was? Yikes. Was stimmt denn nicht? Wer seid ihr? Das sind Digimon. Digi was? Ich dachte, du kennst dich mit Digimon aus.
Ich verstehe, das ist ein Traum. Das ist kein Traum. Hey, warte mal, du bist Tokomon. Das ist ein realistischer Traum. Peitu, das ist kein Traum, aber es ist auch nicht real. Wovon redest du? Wer bist du? Ich bin Digimon. Ich kenne keinen Digimon, das so heißt. Es gibt mehr Digimon, als du kennst. Das hier ist die Digimon-Welt. Digimon-Welt? Diese Welt ist nicht real, aber sie ist auch kein Traum. Sie ist unsere Welt. Es sieht zu realistisch aus, um ein Traum zu sein. Ah, dreh dich um und du wirst verstehen, was ich meine. Was? Huch. Ist das Luz? Ah, ich erinnere mich. Ich bin in meinen Digimon-Schlüsselanhänger gesogen worden. Das ist richtig. Warum bin ich hier? Fragen wir uns das nicht alle. Ah, komm in mein Haus, ich werde es erklären. Digimons Haus. Unten links sieht man nochmal so ein Tamagotchi-Ding. Ich habe dich hierher gebracht, um uns zu retten. Retten? Wovor? Wir sind in File City. Das ist das Zentrum von der File-Insel. Viele. Ja, wie gesagt, bei uns hieß es immer viele. Eine Stadt? Hier? Ja, nun, es war eine Stadt. Hier haben alle möglichen Digimon gelebt. Digimon started to lose heart and moved out of the city. Lose heart heißt eigentlich Vertrauen, ne? Ich würde das aber mit Gedächtnis übersetzen. Haben ihr Gedächtnis verloren. Digimon haben ihr Gedächtnis verloren und sind aus der Stadt gezogen. Wie meinst du das? Ich weiß nicht, was es verursacht hat, aber die Digimon haben ihre Fähigkeit zu sprechen verloren. Manche von ihnen reden immer noch, aber sie haben alle vergessen, dass sie einmal hier gelebt haben. Ich verstehe, das meintest du mit, sie verlieren ihr Gedächtnis. Es ist gefährlich, wenn wir nichts machen. Aber warum ich? Du bist doch gut darin, Digimon aufzuziehen, oder? Also, ich möchte nur mal kurz betonen, wir sind rausgegangen, hatten unseren Digimon-Schlüsselanhänger nicht dabei. So, das heißt schon mal, er interessiert sich vielleicht nicht unbedingt so dafür. Des Weiteren, während all seine Freunde auf dem Ultra-Level waren, haben wir ein Agumon. Ich möchte nicht gemein sein, aber er hätte auch jemand anders wählen können, der die Aufgabe vielleicht etwas professioneller angegangen wäre. Nicht, dass wir nicht bereit sind zu lernen, aber sagen wir einfach mal, es gäbe auch andere Kandidaten. Ich bin gut darin, das stimmt. Und frei nach dem Motto, erst nimmst du den Job an und dann lernst du, wie er funktioniert. Hast du eigentlich bemerkt, dass du Digimon sprichst? Niemals, ich spreche ganz normales Englisch. Für uns hört es sich wie Digimon an. Das ist richtig. In this world, your love for Digimon will give you strength. In dieser Welt wird die Liebe zu deinem Digimon dich stärken. Danke. Darum habe ich dich ausgesucht. You can rally the Digimon on the island. Du kannst die Digimon der Insel wieder zusammenführen. Was? Okay, du kannst auf mich zählen. Juhu! Danke, du bist unsere einzige Hoffnung. Wo fange ich an? Nimm Luz und erkunde die Insel. Finde den Grund für diese Gefahr und bring die Digimon dazu, wieder in die Stadt zurückzukommen. Okay, los geht's, Luz. Warte, ich bin noch nicht fertig. Je nachdem, wie wir die Fragen am Anfang beantwortet hätten, ich weiß nicht genau die Kombination. Wir können prinzipiell mit Agumon oder Gabumon starten. Wir sind jetzt mit Agumon gestartet. So, wir gehen nochmal kurz rein. Dann erkläre ich euch so ein bisschen die Grundsätze des Ganzen. So, wir sprechen nochmal Tokomon an. Du kannst das hier haben. Viel Glück. Wir haben eine Menge Items bekommen. So, denn wie schon gesagt, das basiert auf einem Tamagotchi. Und alles so ein bisschen computermäßig, so ein bisschen alter. Wir haben hier so alte Floppy-Disks und alles mögliche. Die hat unser Leben vom Digimon wieder erhöhen. Die Mana-Punkte oder Magie-Punkte, wenn wir Angriffe einsetzen. Unser Digimon kann krank werden, verletzt werden und wir müssen es natürlich auch füttern. So, und dann kommen wir auch mal in das Menü. Das ist nämlich der Status von unserem Digimon. Wir fangen einfach mal in dem oberen Teil an. Name, das ist der Name, den wir ihm gegeben haben. Luz. Darunter der richtige Name, oder welches Digimon es ist. Das ist Agumon. Rechts daneben sehen wir die Spezialität. Wir sind vom Typ Feuer und Kampf. Das gibt einmal Ausschluss darüber, was für Techniken wir lernen können, also was für Angriffe.
und einmal, wo sich unser Digimon sozusagen wohlfühlt. Wenn wir Feuer oder vom Typ Feuer sind, fühlen wir uns halt in einer warmen Gegend wohler, als wenn wir zum Beispiel in einer kalten Gegend wären. Sowas halt. Daneben ist der Typ, wir sind Serum. Diese Typen haben keine richtige Interaktion in diesem Spiel, außer dass man mit einem bestimmten Digimon vom, oder bestimmten Digimon mit einem bestimmten Typ nur in bestimmte Gebiete kommt. Daneben, unser Digimon muss auch schlafen, Agumon ist am Tag aktiv. Darunter sehen wir das Alter. Es ist so gesehen unser erster Tag. Ein Digimon kann in der Regel so 11 bis 15 Tage alt werden. Wenn wir aufs Ultra-Level digitieren, werden die nochmal älter, ich glaube 17 bis 20. Das Gewicht. Ja, das Gewicht zählt oder ist auch eine Bedingung, die erfüllt sein muss, damit ein Digimon in ein bestimmtes anderes digitiert. Darunter sehen wir halt Leben 3. Wir könnten jetzt dreimal im Kampf sterben insgesamt. Erst dann ist unser Digimon sozusagen tot. Wir haben darunter einmal Glücklichkeit oder Glücklichkeit. Wie fröhlich unser Digimon ist. Darunter noch die Disziplinanzeige und einmal die Virusanzeige. Die zeigt an, wie viele Pflegefehler wir gemacht haben. Wir möchten gar keine machen eigentlich. Aber wenn diese Anzeige voll ist, digitiert unser Digimon zu Sukamon. Und rechts daneben haben wir die Parameter, da unsere Digimon auch kämpfen müssen zwangsläufig in diesem Spiel. Und halt das, worüber sich auch entscheidet, welches Digimon wir bekommen oder bekommen können. Wir haben einmal Leben, das ist unser Leben, klar, wie viel wir aushalten. Magiepunkte, wie schon gesagt, sozusagen Mana, um Angriffe einzusetzen. Offensive, unser Angriff. Defensive, unsere Verteidigung. Speed, unsere Geschwindigkeit. Wobei ich früher mal gedacht habe, das wäre echt, wie schnell unser Digimon läuft. Nein, das ist quasi, wie schnell wir angreifen können. Und darunter Intelligenz. Das brauchen wir einmal, um Kommandos im Kampf auszuführen, weil wir unser Digimon nicht steuern. Wir lernen halt Kommandos, die unser Digimon dann irgendwann versteht. Und es bestimmt auch, ob wir oder wie schnell wir verschiedene Angriffe lernen, weil wir lernen die Angriffe nicht sozusagen bei Level Up, sondern wenn wir diese im Kampf sehen. Und je intelligenter unser Digimon ist, desto leichter kann es die halt sozusagen kopieren. Techniken, auch eine gewisse Art von Bedingung oder die mit reinspielen kann, wenn wir ein bestimmtes Digimon haben wollen. Darunter ist einmal unser finaler Angriff. Hat jedes Digimon, kommen wir später im Kampf zu. So, wir haben jetzt nur Spitfire. Power 66, kostet uns 30 Magiepunkte. L steht für Length, also das ist ein... Das macht überhaupt keinen Sinn mit dem L, aber das ist halt ein Fernkampfangriff ist. Und Agumon könnte die graue Hinterlegenheit alle lernen. Man sieht größtenteils Feuer und wir haben 2 für den Kampf. Ja, das war es eigentlich so dazu. Haben wir noch hier. Das sind einmal wir. Das ist auch wieder so eine Sache, die ich meine mit, wir sind vielleicht nicht so qualifiziert. Das Level, was wir da sehen, ist unser Tamer-Level. Je höher dieses Level ist, desto mehr Werte werden von unserem aktuellen Digimon auf das nächstgeborene übergeben. Ja, das, unser Level steigt mit wie vielen Digimon wir halt aufgezogen haben, bestimmte Events, die wir abschließen, dies, das, jenes. Wir haben bis jetzt 1, das ist unser Agumon. Bits bzw. Bytes, das ist das Geld. Time, Zeit, die wir gespielt haben. Items, spezielle Items, kommen wir später zu oder finden wir. Und Medaillen können wir auch noch kriegen. So, das hier ist die Chart oder die Digitationstabelle. Wie man halt sieht, wir können 4 verschiedene Level 1 Digimon haben. Level 2 können wir auch 4 verschiedene haben. Rookies, Champions, Ultras. Jetzt kommen wir dazu, was ich meine. Wir haben jetzt als Beispiel Agumon. Agumon kann nur aus einem Digimon digitieren, kann sich aber in 6 verschiedene weiter digitieren. Da kommen halt diese Bedingungen ins Spiel, die wir erfüllen müssen. Dazu können auch noch die Anzahl der Kämpfe stehen, zählen, die wir absolviert haben mit diesem Digimon. Und je nachdem, was es halt hat oder erreicht hat, digitiert es sich halt. Wenn keine Digitationsbedingung erfüllt ist, wird unser Rookie-Digimon immer zu einem Nomemon. Das möchten wir in der Regel nicht haben. Und ja, ansonsten, das war es eigentlich. Dazu kommen wir im gegebenen Fall. Wie gesagt, Medaillen können wir freischalten. Und man kann auch Karten sammeln. Dazu kommen wir auch später. So. Fire City ist sozusagen unser Zentrum, in dem wir agieren. Oder das Zentrum dieser Welt. Von da aus starten wir erstmal alles. Oh, ich sag dann, ja doch. Wir haben hier verschiedene Digimon. Ich werde dir die Umgebung der Stadt erklären. Native Forest surrounds the city. Der Urwald umschließt die Stadt. Die Digimon hier sind nicht besonders stark. Links ist ein Trainingscamp im Westen. Da werden wir oft sein. Ja, werden wir auch, weil wir müssen dann unsere Digimon irgendwie stärken. Tropical Jungle ist on the east side across the river. Im Osten ist der tropische Dschungel über den Fluss. Was dahinter ist, weiß ich nicht. Ein Berg und ein See sind im Westen. Ja. Wenn du nach Süden gehst, kommst du zum Ozean. And there's a high mountain in the north. Ja, und im Norden ist ein hoher Berg. Since the city is the center of the island, there must be waste areas in the north. Ja, da sind noch ein paar Sachen in der Umgebung. Und die erzählen uns halt Gerüchte. Die Digimon hier. Und im Laufe der Zeit müssen wir die halt ansprechen, damit wir bestimmte Events sozusagen triggern können. So.
unsere wichtige Anlaufstelle Tanemann mit der Fleischfarm. In der digitalen Welt wird Fleisch halt angebaut, das ist ein Gemüse. Möchtest du etwas Fleisch? Oh, tut mir leid, ich habe das noch nicht erklärt. Das hier ist die Fleischfarm. Hier lassen wir unser Fleisch für alle wachsen. Fleisch wächst auf einer Farm? Ja, stimmt was nicht? Nee, alles okay. Sprich weiter. Gigi and I decided to give you 3 pieces of meat a day. Wir bekommen am Tag 3 Stücke Fleisch. Unser heutiges, sehr gut. Ja, wie man oben sieht, haben wir ja eine Anzeige vom Tag. Also bestimmte Events oder Digimon tauchen noch zu bestimmten Tageszeiten auf. Hier unten ist noch eine Erweiterung der Stadt, sozusagen ein Marktplatz. Diesen werden wir im Laufe der Zeit füllen, sonst ist hier echt nichts gerade. So, eine Menge Platz, das heißt, hier kann viel passieren. Tsurumon gibt uns auch noch Informationen. Sag mal, wusstest du, dass die Brücke im östlichen Teil der Stadt repariert werden muss oder beziehungsweise kaputt ist? Wir haben nicht gedacht, dass sie jemals benutzen würde, deswegen haben wir nichts dagegen gemacht. Wir denken darüber nach, sie wieder in Ordnung zu bringen. Bis dahin solltest du die West- und Südsektion des Landes auschecken und komm danach wieder. Also der gibt uns auch ein paar Informationen. Gerüchte, wenn man so will. Man munkelt. Nein, die sind echt wichtig, weil ansonsten passieren einige Sachen im Spiel eigentlich nicht. So, hier noch ein kleiner Hinweis. Achtet mal auf diesen Müllberg hier, sage ich mal. Achso, Toilette. Unser Digimon muss natürlich auch aufs Klo. Und wenn unser Digimon was hat, zeigt es uns das auch an. So, das hier ist Green Gym, die grüne Turnhalle. So, hier werden wir die meiste Zeit verbringen, um unser Digimon halt die richtigen Werte zu geben. Wir fangen einfach mal hier hinten an. Hier werden wir die Intelligenz trainieren. Wir konnten das Ganze jetzt nochmal erklären lassen. Nein, beginnen. Es gibt einen Bonus-Try, da ploppt so ein Glücksrad auf. Das mag ich aber nicht, weil es funktioniert meistens nicht richtig. Man kriegt nur die Hälfte der Punkte, aber es geht halt immer eine Stunde Zeit verloren, egal wie lange wir hier trainieren. Und wir kriegen eh immer den gleichen Wert, deswegen mache ich einfach das Normale. So, es steigen immer 2 Werte, in dem Fall Magic-Punkte und unsere Intelligenz. So, jetzt sieht man, unser Agumon hat Hunger. Wobei es nicht unbedingt nur Fleisch will, es könnte auch pflanzliche Sachen essen. Das zeigt nur an, dass es halt Hunger ist. Hunger hat. So, jetzt ist es voll. Wie man sieht, die Glücksanzeige ist auch ein bisschen gestiegen. Dann hier einmal unsere Geschwindigkeit. Wir lassen unser Agumon halt einfach laufen. Auch wieder 2 Werte erhöht. So, unterm Wasserfall. Ich glaube, man soll hier meditieren oder so etwas. Oder soll das darstellen. Wir kriegen auf jeden Fall erhöhte Magiepunkte. Agumon muss jetzt mal aufs Klo. Entschuldigung, ich werde mal was trinken. Ich bin es teilweise echt nicht gewohnt, so viel zu reden. Aber besser, ihr hört das Geräusch vom Wasser, als mich husten. Wie gesagt, wir müssen mit unseren Digimon auch aufs Klo gehen. Hat also so eine Art erzieherischen Wert. Ja, nennen wir es erzieherischen Wert. Wie gesagt, eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Ich kann das immer und immer wieder spielen und deswegen mache ich es halt auch. Kurumon würde uns hier nur erklären, was hier abgeht. Wir können einmal noch diesen Felsbrocken schieben. Das erhöht natürlich unser Leben. Klar, kennt man ja. Ganz schön verfressen heute, Kollege. Sehr gut, ist voll. Unsere Abwehr trainieren wir natürlich, indem wir unser verboxen lassen. Und hier können wir unseren Angriff trainieren. So, dazu kommen wir auf jeden Fall mit weiteren Spielen noch öfters. Wir gehen jetzt nochmal hier raus, damit ihr auch mal einen Kampf seht. Den ersten erforderlichen Kampf sozusagen. Zwar ist das ein Agumon. Eine Sache noch, wir können sozusagen nur die Original-Digimon finden, bekommen, also wir können die Original-Digimon nur in die Stadt holen und nur als eigenes Digimon bekommen. Was meine ich mit Original-Digimon? Digimon haben eigentlich Unterarten. Nehmen wir zum Beispiel einfach mal Patamon und Tsukaimon. Tsukaimon ist sozusagen das schwarze Patamon. Wir können nur Patamon kriegen und nicht Tsukaimon. Das meine ich damit mit den Original-Digimon sozusagen. Wow. Was? Jetzt? Okay, lass uns kämpfen. So, das ist jetzt sozusagen ein Bosskampf gegen dieses Digimon, aus dem können wir nicht flüchten. Oben sieht man unsere Werte und wir können unser Digimon nur zurufen, dass wir ihm halt vertrauen sozusagen.
Mehr Kommandos können wir noch nicht. Immer ab dem nächsten 100er Schritt lernt es ein neues Kommando. So weit sind wir einfach noch nicht. Den Nahkampfangriff könnten wir jetzt mit Glück lernen. Aber da spielt dann auch wieder die Intelligenz von unserem Argoman mit rein. Unter unseren Magic-Punkten und Leben baut sich das Wort Finish auf. Das ist der Finisher. Den können wir einsetzen, wenn das voll ist. Allerdings können unsere Gegner so einen Finisher auch einsetzen. Das ist sehr balanced, kostet uns nichts und ist ein besonders starker Angriff. Wobei der für jedes Digimon immer gleich ist. Oder nicht wechselbar so. Wenn wir den kriegen würden, das wäre schon cool. Wäre auch cool, wenn Argoman sich nicht verprügeln lässt, aber hey, man kann nicht alles haben. So, jetzt könnten wir es machen. Wird übrigens nicht aufgespart, kommt in dem Kampf neu. So, nach jedem Kampf bekommen wir einmal, erhöhen sich ein bisschen unsere Werte und wir bekommen Geld. Wir haben jetzt 100 Bits oder Bytes bekommen. Ich werde wahrscheinlich bei Bits bleiben, weil wir es früher auch so genannt haben. Und Argoman hat eine kleine Wiederherstellungsdist fallen lassen. Ich habe verloren, verdammt. Ich sollte ihn in die Stadt einladen. Entschuldigung. Möchtest du in die Stadt kommen? Was? Stadt? Du meinst diesen alten Ort? Na gut, okay. Ich bin Argoman. Nett, dich kennenzulernen. So, das war jetzt unser erstes Digimon, was wir in die Stadt geholt haben. Argoman tritt der Stadt bei. Okay, es zahlt sich aus zu versuchen. Ich werde weiterfragen. Yeah. Den heben wir noch kurz auf. So, damit die Folge auch nicht zu lang wird, zeige ich euch jetzt noch, was ich meine mit die Stadt wird sich noch verändern. Digimon oder jedes Digimon in der Stadt kriegt halt eine Aufgabe. So, wie man jetzt hier nämlich sieht, Argoman hat da etwas aufgebaut. Nämlich diesen Tresor. Ich finde es halt cool, dass die Läden in diesem Spiel halt Sachen aus der echten Welt sind sozusagen. Wir sind ja jetzt in einem Tresor. So, willkommen. Ich habe ein neues Geschäft aufgemacht. Den Itemkeeper Itembank. Ich bewahre Items für Leute auf. Für dich als speziellen Service werde ich die umsonst aufbewahren. So wie ich dir auch geraten habe, Kollege. Do you have any business? Alter? Möchtest du ein Geschäft vornehmen? Also wir könnten jetzt unsere Sachen hier lagern. Wir haben noch nicht genug. So, dann gehen wir nochmal zu Digimon, weil die erzählen uns auch immer etwas. Zum Beispiel, was die Digimon gemacht haben. Und wir haben auch sozusagen eine Fortschrittsanzeige für die Stadt, wenn man das so nennen möchte. So. Hey du hast es geschafft. Argoman kam in die Stadt. Es hat ein Geschäft hier drüben aufgemacht. Hoffentlich sind mehr Digimon wie er. The prosperity rate of the current city is 1. Der Wohlstand der Stadt liegt bei 1. Für jedes Rookie-Digimon bekommen wir einen Punkt. Für jedes Champion, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das dann 2 und fürs Ultra 3 war, aber ich glaube irgendwie sowas. Und es gibt maximal 100. Das heißt, das sind sozusagen die Prozentfortschritte in unserem Spiel. Es ist noch lange nicht das, was es einmal war. So. Wir gucken. So, ihr seht hier unsere Werte. Und damit die Folge nicht zu lang wird, würde ich sagen, wir machen hier einen Cut. Ja, damit machen wir hier einen Cut und suchen uns das nächste Mal mehr Rookie-Digimon für die Stadt. Ich werde noch ein bisschen Argoman trainieren, da das wirklich die meiste Zeit in Anspruch nimmt in dem Spiel und ich damit nicht die On-Screen-Time sozusagen verschwenden möchte. Ich werde aber gucken, oder was heißt, ich werde gucken, ich werde es so machen, dass sich Argoman erst in der nächsten Folge digitiert, damit ihr das dann halt auch mal seht. Und ja, das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und genießt noch den heiligen Abend heute. Ciao, ciao!